Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Tell Me Why. Ja, wie ihr wahrscheinlich hören könnt, geht es mir im Moment alles andere als gut. Meine Nase ist total zu und meine Augen tränen. Aber ich bin so angefixt vom Trailer von diesem Game, dass ich auf jeden Fall dieses Spiel spielen möchte. Deswegen, ja, seid mir bitte nicht böse, wenn ich vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen schniefig rüberkomme. Das macht trotzdem hoffentlich nichts aus, denn ich denke, dass dieses Let's Play bzw. dieses Spiel alles wieder rausholen wird. Ich beginne einfach mal ein neues Spiel und sage viel Spaß. Tell Me Why ist ein storybasiertes Spiel, in dem jede deiner Entscheidungen zählt. Und den Rest darf man wieder nicht vorlesen. Delos Crossing, Alaska, 1. März 2005. Hey, kiddo. I need to ask you a few questions, okay? Can you tell me what happened tonight? I went to show her my haircut. She had a gun. Take your time. She freaked out. It's okay. No, it's not. It's not okay. My mom tried to kill me, so I stabbed her. I killed my mother. Kapitel 1. Heimkehr. Wohnzentrum Fireweed, 2. November 2015. Wie immer habe ich natürlich die lizenzierte Musik ausgestellt, weshalb jetzt wahrscheinlich im Hintergrund keine Musik abgespielt wird. Okay, first,
I'm gonna find the keys to the old house. Then, I'm gonna drive to Fireweed, and I'm not going to freak out. Everything's fine. Okay, wir müssen einen Schlüssel finden. Die Frage ist nur, wo finden wir einen Schlüssel? Wir schauen uns erstmal so ein bisschen hier um. I have got to make solid plans to see the Geminids. I wonder if Tyler'd want to go. Das war jetzt ein bisschen schnell. Not here. Ja, weiß ich. Aber vielleicht können wir... Ich meine, Schallplattenspiele haben wir gelernt, die brauchen wir gar nicht erst anzumachen, weil da sowieso eine Musik angeht, die wir nicht hören können. I should probably get rid of this. I mean, I can stream it anytime I want. But it makes me happy just to look at the box. Fieldman. Irgendwas mit Fieldman, okay. Ein Space Shuttle. Was haben wir denn hier? Zeitung? No. In my desk drawer, maybe? Is he gonna like this? Or is it too much? Hm. Da steht was mit Q lesen? Willkommen daheim. Ach so, das ist dann nur... Okay. It's gonna be so crazy to see him after all these years. Michael and Tyler are so gonna hit it off. Okay, also, ich weiß nicht allzu viel, aber ich weiß, dass Bruder und Schwester, also wir spielen jetzt gerade die Schwester, sich wohl nach langer Zeit das erste Mal wiedersehen. Und ja, gemeinsam durch diese Episode, weil es ist leider erstmal nur die erste Episode, was ich schon ziemlich heftig finde, weil das Ganze sehr teuer war. Also es hat über 30 Euro gekostet, das Spiel. Und dafür nur eine Episode zu verkaufen, ist schon heftig. Und ganz ehrlich, die Grafik bessert das nicht aus. Ich kann nicht glauben, dass wir zurück zu diesem Haus gehen. Zumindest habe ich Tyler. Aber lassen wir uns mal überraschen. Weil ich denke, es wird sich trotzdem lohnen. One more time before I go. No, I've already done that 3 times this morning. Dreimal hat sie schon ihre E-Mails gescheckt, okay? Time and I against any two, okay? the shape of yesterday, summertime sweet. Jo, leichte Lektüre halt. Was haben wir denn hier? In den Spiegel geschaut haben wir auch schon mal. Haben wir vielleicht hier hinten irgendwas übersehen? I've been practiced since high school. I'm probably super rusty. Ja, du sollst ja auch nicht trainieren, du sollst die Schlüssel suchen. Not the prettiest of my creations, but she weirdly kind of looks like me in the morning. Ja. I could look at this artwork all day. Ein Bild vom Mars. Was haben wir denn hier? Probably not gonna see any stars at this time of day. Nee, vor allen Dingen nicht, wenn das Rollo runter ist. Das könnte kompliziert werden. Na komm, geh da durch. Beziehungsweise drumherum. Why would it be in here? Das weiß ich nicht, aber du hast mir gezeigt, dass wir hier irgendwas angucken können. Also habe ich hier drauf geklickt. I don't really have time to dig through this right now. Dann halt nicht, dann suchen wir jetzt halt die Schlüssel. So. Oh, right. I stashed them. So that's where you've been hiding. Alright, I think I'm ready to go now. Okay, also sie ist auf jeden Fall sehr bedächtig. Was ist denn das hier? Achso, das ist immer noch die Schublade, okay. Keine Ahnung, warum man jetzt von der Seite dahin kommt. Wir verlassen erstmal das Haus. Lieber Tyler, ich weiß, was du jetzt denkst. Ein Brief? Warum so komisch und förmlich?
Wieso keine E-Mail? Tja, ich dachte mir, für ein Hey Bruderherz, ich wollte mich nur mal eben melden, bevor wir uns wiedersehen, nachdem du 10 Jahre im Jugendknast warst, wäre ein Brief passender. Wie auch immer, du wirst mir dankbar sein, wenn du 90 bist, die Maschinen die Weltherrschaft an sich gerissen haben und du noch was hast, das du bei Kerzenschein lesen kannst. Siehst du? Ich plane voraus. Tja, ich kann kaum glauben, dass du in ein paar Wochen wirklich draußen bist. Was geht? Das ist so cool. Ich werde bestimmt total verkrampft sein, wenn wir uns sehen. Also versuch das bitte zu ignorieren, okay? Wie war dein letzter Monat? Bist du traurig, dass du deine Schützlinge verlässt? Schützlinge? Sie werden dich bestimmt vermissen. Ich habe neue Reifen anbringen lassen, bin also bestens vorbereitet, um dich abzuholen. Und spar dir abfällige Bemerkungen, wenn du meine Karre siehst. Sie hat einiges erlebt und es kann nicht jeder ein Autofreak sein. Die Veggies haben mir den Tag freigegeben. Wir können also direkt zum alten Haus fahren und es für den Verkauf vorbereiten. Ich kann's kaum erwarten, nie wieder über diesen Ort nachdenken zu müssen. Ich freue mich wirklich darauf, dich wiederzusehen. Nur damit das klar ist. Drück dich, Allison. I can't believe I'm about to leave this room for the last time. Okay, I'm pretty much done here. I just need to grab my goblin and I'm off. Koboldfigur und? Den Rest habe ich jetzt gar nicht mitbekommen gerade. Also das sind verschiedene CDs? Wo finden wir denn hier eine Koboldfigur? Was ist das denn für ein Brief? Hey, Aaron. Du weißt ja, Briefe sind nicht meine Stärke. Aber du warst der beste Tutor, den sich ein gefährdeter, aber reformierbarer Jugendlicher wünschen könnte. Danke, dass du für mich da warst. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst. Ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen, wenn ich aus Fireweed raus bin. Überleben heißt rebellieren. Danke, Kumpel. Tyler. Okay. Ach, hier ist eine Koboldfigur. Hey, little guy. You're gonna be reunited with your sister soon. Okay, neues Sammlerstück. I guess I'm totally ready to go now. Du hast das erste Sammlerstück des Spiels gefunden. Du kannst die im Pausenmenü... Irgendwas mit dem Pausenmenü... Sammlerstücke. Die listigen Kobolde. Okay. Also ich gehe mal davon aus, man muss immer zwei zusammenhängende Dinge dann finden. Die kann man anhören. The crafty goblins are two cunning little thieves who live under the princess's house. They're always getting into mischief. But they have good hearts. Okay. Hört sich so ein bisschen von der Stimme an wie ein weiblicher... von Episode 2, da der Bruder, ich komme gerade nicht auf den Namen. Also von Life is Strange. Shelter from the Flood. Songs of Innocence, okay. Aber das ist ein Buch. Okay, ist ja auch von William Blake. Oh, Moment. Man, I'm gonna miss that view. Was haben wir hier noch? Man, he's going places. And I'll be able to say I helped him on his way. Okay. Noch zu erledigen. Tutoraufgaben. Paris mit Motivationsschreiben fürs College helfen. Bis zum Wochenende. Dr. Beck anrufen wegen Tutorsitzungen mit Jeremy. Aaron treffen wegen Gartenprogramm. Sonstiges Papierkram. Hallo? Darf ich das nochmal zu Ende lesen? Papierkram vorbereiten für Flucht. W2. Und Brief 2. Und Brief. 2. November soll das wahrscheinlich sein. Irgendwas für Allison. Irgendwas für Allison, okay. Wahrscheinlich wollte er irgendwas kaufen oder so. Is there any way I can? No, that's someone else's problem now. Achso, das ist das Gleiche. Okay. So, was machen wir mit der Pflanze? Können wir die noch gießen? Herbert, okay. Feiern, aufklären, zusammenhalten. Visibility March in Juno, 31. März und so weiter und so fort, organisiert für Gleichberechtigung. Okay, das ist doch schon mal schön. Müssen ja hier nicht alles, das ist wahrscheinlich ein Film. Educate the youngsters in classic cinema.
Quentin Babulino Film. So, so. Ja. Ich dachte, der Nachname wird mit T geschrieben, aber okay. So, die Box, die wollte ich mir vorhin noch kurz angucken. Take me. Nimm mich. Dieser Karton voll Müll, Schätzen, gehört jetzt dir, dem rechtmäßigen Finder. Ich habe ihn gefunden, ich darf ihn mitnehmen. Okay, dann verlassen wir natürlich auch mal das Gebäude. Bitte gib mir Wasser und Sonne. Danke. Arme Bär. Hi, Tyler. Hi. First time we see each other in 10 years, and it's hi, Tyler. Oh, sorry, It's fine, Allison. Hi is a good place to start. God, it's good to see you. Likewise. You have anything else you need to get? Nope. This is it. My last 10 years in a bag. Then we should get going. We just have time to make the morning ferry. You look good in that. Thanks. One of my mentees designed it. It's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his art. Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow. Yep. We're screwed. So, are you gonna miss anything about this place? Ja, das Essen bestimmt nicht, oder? Honestly, people. The other residents, my mentees, my counselor Aaron. Took me a while to fit in. But once I did, it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. That's so great. I'm really happy for you. We planning to drive to Delos Crossing or push? You are welcome to walk. Nah, I'll take my chances. Need one last look or anything? Looked. Let's go.